Schön. Habe ich schon meinen Sack aufgefüllt? Nein. So, ich mache mal hier noch eine Fackel an. So. Nimm die Fackel in die andere Hand, Junge. Ich weiß nicht, warum hast du die jetzt in der rechten Hand, womit du auch steuerst? Hast du noch eine linke Hand? Okay, ganz intelligent ist der nicht. Am besten noch hier. Jupp. Oh, ein Stein. Naja, wir fahren drüber. Irgendwie fahren wir drüber. So, wie gesagt, leider sieht man nicht sehr viel. Ich sehe... Wir könnten eigentlich auch eine Fackel hier auf das Boot machen, ne? Kann man eigentlich auch Ceilings auf das Boot setzen? Also, dass man sagt, man vergrößert das, die Größe halt hier, und dann kann man so ein richtig fettes Frachtschiff bauen. Müssen wir auch nochmal ausprobieren eigentlich. Wäre ganz interessant. Gut, dann lagern wir gleich erstmal alles ab, was wir nicht brauchen, in die Kisten hier, damit wir genügend Metall hin und her schleppen können. So, jetzt sehe ich nichts mehr. Ich kann sie auch nicht reparieren. Oh Mann, der Typ, ne? Ich hätte schon wieder keine Fackel dabei. Aber es müsste gleich Tag sein. Ja, 2.31 Uhr. Ist nicht mehr lange dunkel. Und im Dunkeln sieht es ja auch schön aus. Während es regnet. Ist ja ein Träumchen. Meine Güte, es ist so schön. Ich weiß gar nicht, wann das Land kommt, ehrlich gesagt. Ich sehe es nicht. Ich sehe nichts. Wo ist das Land? Ich glaube, ich sehe es. Glaube ich. Oder? Das könnte sein. Ja, da ist es. Ich habe Land gefunden. Land voraus oder Land Ahoi oder was auch immer. Zack, einmal gegensetzen. Auslagen. Guten Tag. Ich bin wieder da. Ja, ein bisschen größeren Empfang hätte ich jetzt schon gehofft, ne? Ich sag hier guten Tag, ich bin wieder da und die gucken mich nicht mal mehr mit einem Arsch an. Das ist schon fies. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier ein bisschen Metall sammeln. Ich wollte gerade gucken, ob das Boot auf Following ist, aber irgendwie ist das eine ziemlich dumme Idee von mir. Man weiß ja nicht, komme ich hier hoch? Natürlich komme ich nicht da hoch. Okay. Stein brauchen wir ja auch noch für die Zementpaste, also sammeln wir jetzt auch Stein. Ich müsste vielleicht auch mal langsam auf Gewicht gehen bei uns. So, dann schlagen wir uns jetzt hier einen Weg durch. Den Stein nehmen wir auch noch mit. Dann können wir schon mal gleich die erste Ladung Stein wieder zurückbringen. Aber wie gesagt, mal ein bisschen auf Gewicht gehen wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt. Schlagen wir uns hier auch durch. Dass wir einen schönen, geraden, unbeschwerlichen Weg durchfinden. Ein bisschen noch was währenddessen essen. Wir haben ja jetzt schon Hunger. Das geht schnell immer bei uns. Wir sind immer ganz hungrig. So, auch. Ah, das gibt's ja gar nicht. Hier ist ja alles voller... Ich sehe hier nichts. Da ist unser Boot. Kommt man hier runter? Ja. Auch wenn es weh tut, aber man kommt runter. Ich habe ja nur gefragt, ob man runterkommt und nicht, ob man heil runterkommt. So, dann sammeln wir noch ein bisschen hier, während wir hier rumlaufen, noch ein bisschen mit der Handsteine. So, und schon sind wir voll. So. Gut, dann schmeißen wir hier mal als allererstes rein. So, die normalen Pfeile packe ich auch mal rein. Warte mal. Na nee, wir haben kein Holz. Scheiße. Die Pickaxe lasse ich da. Ja, das passt so. So, jetzt können wir wieder zurücklaufen. Und Metall finden. Und suchen. Wobei es ja hier überall ist. Es ist überall hier, wie sehst du nicht? Also es ist... Hallöchen, eine Schlucht. Ich war gerade abgelenkt von dem Vogel da oben. Und ich dachte mir, Vogel. Da ist Metall. Hier ist jede Menge Metall. Das ist doch super. Und ein Ankylo. So, jetzt können wir hier nämlich wunderbar Metall sammeln und Holz und Stein. Vielleicht sollte ich das Boot mal hier hinten hinfahren. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir hier einen Weg hochfinden. Kann man hier laufen oder... Ein Ei. Wem gehört das Ei? Parasaurus-Eck. Ich nehm's mal mit. Ich klau den jetzt hier einfach mal Eier. Voll der Eierdieb. Voll der Oviraptor hier. Nein, die Scheiße werde ich nicht mitnehmen. Nee, dann fahren wir mit dem Boot hier hinten hin und von da oben können wir dann das Metall holen. Dann brauchen wir auch nicht so weit laufen, weil ich dachte, jetzt
Ich dachte, das Metall wäre weiter vorne, aber gut, macht ja nichts. Ja, guck mal hier, der will uns jetzt beißen, weil wir sein Ei geklaut haben. Oh, bist du stinkig? Oh, jetzt haben wir auch noch die Mutter getötet. Ist das tragisch. Eier geklaut und Mutter getötet. Jetzt sind die Kinder wenigstens auch Waisen. Jetzt können wir das auch. Am besten jetzt noch das Ding hier grillen und essen, weißt du? So ein richtiges Arschloch sein. Da hat er uns einfach angegriffen. Ihr habt das gesehen. Wir haben dir nichts getan. Wir haben ihn nur sein Kind beraubt. Und deswegen greift er uns an? Kann doch nicht sein. Guck mal, der ist wieder lieb. Der tut uns wieder nichts. Weil denen ist das scheißegal, dass wir da hinten noch ein Kind geklaut haben. Da denkt sich, boah, hätte ich ein paar Bengelklos. So, und da packen wir hier gleich wieder alles rein. Oh, so super, dass wir auch Hide haben. Dann können wir ja auch unser Bett herstellen. Gut. Ich weiß nicht, was die Gewichtsanzeige da soll. Ich meine, wir können ihn doch eigentlich so voll setzen, wie wir wollen, oder nicht? So, ich schleife uns mal hier lang. Oh, aufreißen. So, also keine Frauen aufreißen, sondern den Strand aufreißen. Das ist so das, was über den Frauen aufreißen steht. Das ist den Strand aufreißen. Müsst ihr mal ausprobieren. Am Strand. Also natürlich am Strand. Könnt ihr auch von mir aus im Wald ausprobieren. Versuchen, den Strand aufzureißen im Wald. Also das ist kein Problem. Da, ja, lasse ich euch mal die freie Auswahl, was ihr machen könnt. Gut. Gott sei Dank war es ein Parasaurus-Ei. Also so ein Bronto-Ei hätte ich jetzt nicht genommen. Ehrlich gesagt. Weil mit Bronto-Ei wäre, naja, weißt du, dann hätte uns nämlich ein Bronto angegriffen. Und da hätte ich einfach nur aufs Boot fliehen müssen. Das würde ich jetzt gerne ausprobieren. Also wirklich. Da. Hier ist alles voller Scheiße, Mann. Du läufst hier rum und kackst die ganze Bude voll, ey, ganz ehrlich. Und ich soll hier da, und ich soll dazwischen arbeiten. Das ist ja ekelhaft mit euch, ganz ehrlich. Ekelhaft. Dinos sind schon ekelhaftes Gezibbel. So, jetzt haben wir hier gleich wieder Stein voll. Bringen wir schnell zurück. Da ist unser Boot. Da ist unser Butter. Stein und Metall rein. Noch ein Ankylo. Ich muss mal gucken, ob ich die Ankylo-Mod reinmache, wo die Stacheln einfach total extrem aussehen. Einfach nur mal so, einfach nur mal, um es kurz mal zu zeigen oder so. Es wäre bestimmt auch ganz lustig. Hallo, Ankyli. Was ist denn hier los? Hier ist echt... Oh, der sieht auch cool aus. Der sieht voll cool aus, der Dino. Mit seinem Silber. Voll die coolen Dinos hier. Gott sei Dank werden wir hier noch eine Basis errichten. Ein Flugfeld quasi. Ah, ein Flugfeld wäre auch cool zu bauen. Nein, wäre es nicht. Tut mir leid. So. Dann waren das jetzt erstmal die ersten drei Metall. Vorsicht, ich komme wieder runter. Und hüpf. Au. Mann, was für eine Muschi, du. Ich hätte es ohne Quengeln hinbekommen. So, Metall rein. Guck, jetzt haben wir schon 114 Metall. So lohnt sich das doch. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir das nächste Metall herbekommen. Wo ist das nächste Metall? Ich meine, wir könnten hier auch ein bisschen noch den Stein zerschlagen. Aber ich wollte jetzt erstmal explizit auf Metallsuche gehen. Da haben wir noch einen kleinen Metall... Einen ganz kleinen Metallfelsen. Also der wird, glaube ich, nicht viel hergeben. Oh, wir sind schon wieder voll am Verhungern hier. Ich muss mal ganz schnell mal noch, während ich arbeite, essen. So, komm. So. Also der gibt, glaube ich, jetzt hier echt nicht viel Metall her, oder? Ne, ich glaube, das war jetzt nicht viel. Da ist noch ein kleines bisschen, aber da ist ein Ankylo noch im Weg. Ich will den Ankylo ungern schlagen. Und der ist sexy. Sexy Ankylo. Lecker, lecker. Okay, wir sind überfüllt. Ich muss mal langsam zurück. Ey, Mr. Ankylo. Ey, geh mal. Ja, manchmal seid ihr anstrengend. Natürlich seid ihr das. So, hat sich gelohnt. Ich habe noch die Beeren gegessen. Jetzt sind wir trotzdem noch überfüllt. Tut mir leid. Aber ich möchte jetzt auch keinen Stein rausschmeißen, weil wir... Spring doch! Komm, spring! Ich möchte keinen Stein rausschmeißen, weil wir Stein ja auch brauchen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ganz langsam zurückkriechen. Ich sehe das Boot gar nicht, aber ich denke mal, das ist in dem gleißenden Licht drin, oder? Ja, müsste eigentlich, glaube ich, von der Location. Ah, Mann, die Sonne hier, ne? Oh, ist doch nicht da drin, oder? Ich habe keine Ahnung.
Irgendwo am Strand wird es liegen. Ich weiß nicht, wie weit ich gegangen bin. Boot? Ach, da vorne. Da sehe ich doch das Segeli. Was ist das eigentlich für eine Musik hier, du? Muss ich mich ausziehen? Ist das gewollt jetzt von der Musik, dass ich mich hier ein bisschen entkleide? Das wäre mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Und für diejenigen, die es wissen wollen, was das ist Donkey Kong Super Nintendo 64, also Donkey Kong 4. Bist du gerade auf mir gelandet? Wirklich? Was hast du denn für ein Problem, Alter? Kannst doch nicht einfach auf mir landen. Wo sind wir denn hier? Ich laufe hier ganz normal am Strand, ne, ein bisschen rum und in den Bergen hier, ne, und da kommt so ein Vieh an und landet auf einen. Wirklich? So, das Ding hier stört mich schon, seit wir hier angekommen sind. Ich bin voll. Ich bin jetzt überladen. Das ist toll. So. Ich lasse es dann nur ganz kurz liegen, denn ich sammle es gleich wieder auf. Keine Angst. Ich werde es schon alles mitnehmen. So. Dann können wir auch beinahe mit unserem Boot wieder ein bisschen vorfahren, wa? Fahren wir da einfach mal ein bisschen weiter vor. Kommen wir da auch hoch? Ja, kommen wir auch hoch. Super. Brauchen wir nicht wieder so weit laufen. Falls wir mal doch wieder voll sind, dann nagel ich den jetzt mal hier rein. Und es ist heiß. Hot and spicy. So sieht's aus, Mädels. Und Jungs. Natürlich auch Jungs da draußen, nicht nur Mädels. So, hier war unser angeschlagener Metallklumpen. Klumpatsch. Oh, wow, da waren noch zwei Metall und ein Stein drin. Wow, das hätte ich echt nicht mitnehmen können. Mann. Hauptsache, es hat sich gelohnt. So. Ich sehe hier nix am Metaller. Ich nix Metaller. Na doch, eigentlich schon. Eigentlich bin ich mit Metaller. Oh, das sieht so schön hier aus. Scheiße, Mann. So, hier nicht mich immer an der Schönheit der Welt aufgeilen, ey, ganz ehrlich. Was sollen die Leute denn von mir denken? Nur Gutes denken die Leute von mir. So, dann hacken wir jetzt hier auf den Metallklotz ein. Der müsste eigentlich mehr Metall geben, weil der komplett golden ist. Und man sieht, wir sind gleich völlig überfüllt wieder. Und überfüllt. Vielleicht schmeiße ich die Steine gleich raus. Der hat hier auch Metall in sich, da sieht man hier. Die anderen waren alle nur gelb bestriffen, also gestreift. Und das hier ist komplett golden und der hat hier 100 Metallbeiner in sich. So, ich hoffe, das wird lang, wenn ich das rauswerfe. Scheiße, es langt nicht. Kacke. Okay. Warte, das mache ich mal ganz schnell so. Wo liegt es? Da vorne. Okay, renn. Ich versuche jetzt da... Geh mal weg da. Geh mal... Halt mal... Ist es denn da... So, ich hoffe, da finde ich jetzt schnell wieder hin. Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Da ist es. So, einmal ganz mutig. Oh, zum Glück ist er nicht auf uns getrampelt. Nein, der kann nicht auf uns trampeln. Der kann uns so nicht wehtun. Wäre cool, wenn es geht, aber irgendwie geht's nicht. Das wäre auch echt mies, wenn es gehen würde. Was macht denn der da eigentlich mit dem Stein? Hat er irgendwie Bedürfnis mit dem Stein? Hat er da so eine Beziehung am Laufen? Habe ich hier hingeworfen? Verdammt! Habe ich es hingeworfen? Ah. Wo habe ich es? Habe ich es hier hingeworfen? Nein, es ist weg. Da. Oh, Gott sei Dank. Haben wir noch gefunden. So, Durst habe ich auch ohne Ende. Essen müsste ich auch bald wieder. Ich glaube, wir müssen langsam mal wieder zurück. Klamüstern. Aber vorher wollte ich hier noch ein bisschen Stein mitnehmen. Ein bisschen Stein sammeln. Mache ich mal schon mal. Ich nehme schon mal ein bisschen was mit. Alles, was ich hier so finden kann. Dass wir schon wieder Durst haben, ne? Ist ja echt unfassbar. Ich hab doch gerade jetzt gesoffen, ey. Was bist du denn für ein Alkoholiker? Oder Wasserholiker? Trinkst ja nur Wasser. Trinkst ja nicht mal mehr Saft. Trink doch mal Saft oder Selta. Das sprudelt ja nicht mal mehr, das Wasser. Das ist höchstens salzig, ja. So. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben hier fast 300 Metall. Also, ja. Das ist eine geile Insel auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, dann haue ich jetzt hier noch ein bisschen Stein weg. Solange wie wir noch nicht komplett starven sind. Ich habe auch nichts mehr dabei, ne? Was ich essen könnte? Ne.
Musik hier, ne? Ist schon wieder ganz schön musikalisch. Wie der Bronto hier einfach nur alles zum Wackeln bringt, ne? Mit seiner plunsenhaftigen Plunsenheit. So, wann ist denn dieser Felsen mal weg? Der ist ja riesig. Hey, ein Metall. Super.